Vor 20 Jahren sind wir daheim gesessen und haben gejammert. Heute gehen wir in die Gruppe, kein Mensch redet mehr von seinen Krankheiten. Es ist wunderbar. Und die Kameradschaft, Sie haben es ja gesehen, einmalig in der Gruppe. Alle sind es gleich. Keiner ist bevorzugt, keiner ist benachteiligt. Die Gruppe ist ein Segen für die Herzkranken von Waldmünchen. Mehr kann ich nicht sagen. Und mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. In der Koronarsportgruppe von Übungsleiter Dr. Majid Janot wird ganz bewusst auf die älteren Mitmenschen eingegangen und diese gezielt gefördert. Darin hat Janot schon jahrelange Erfahrung. 20 Jahre leite ich diese Gruppe und wir machen alle Mögliches. Treffen wir einmal in der Woche und eine Stunde verschiedene Sachen machen wir. Wir fangen dann zuerst bei Dehnung und danach, bevor Dehnung, wir wiegen jeden Patienten und je nachdem Blutdruck messen und danach dehnen. Nach der Dehnübung machen wir Bewegung. Nach der Bewegung zwischen machen wir Gedächtnistraining. Wenn Gedächtnistraining machen, machen wir Kurzzeitgedächtnistraining. Dann Langzeitgedächtnis, was wir vor eine Woche oder vor zwei Wochen gemacht haben, Frage kommt und dann. Danach Bewegungsübungen machen wir, Gymnastik und danach Spiele. Nach dem Spiel nochmal dehnen und richtig schreien. Doch nicht nur für die Älteren gibt es beim TV Waldmünchen sportliche Betätigungsmöglichkeiten. Neben Aquajogging, Nordic Walking und diversen anderen gesundheitsfördernden Sportarten stehen auch Pilates, Aerobic und der Kurs Sport pro Gesundheit im Vordergrund. Und der zweitälteste und zweitgrößte Verein im Landkreis Cham bleibt auch nicht stehen. Immer wieder kommen neue Sparten hinzu. Wir haben eine neue Sportart und zwar ist es Eishockey. Das gibt es seit 2009, weil wir halt im Nachbarland Tschechien eine Eissporthalle haben. Und dadurch bietet sich das an und da trainieren die und spielen auch in der kurdischen Liga in Tschechien. Na, wenn es sogar mit den Nachbarn schon so gut klappt, dann braucht man sich um den TV Waldmünchen in Zukunft sicherlich keine Sorgen zu machen.